Bay und ich begrüße euch zu meinem Weihnachtsspecial. Ja, wir spielen auf einer Map, die ihr euch nach diesem Video downloaden könnt. Da kommt auch noch ein Trailer, aber ich möchte nicht zu viel verraten. Das ist das Starthaus, aber ich würde sagen, wir nehmen mal unsere Schaufel und wir geben uns ins Dorf. Ich habe das jetzt schon seit einem Monat geplant. Ja, und das, was ihr hier seht, das ist bitte kein Tech-Trap-Pack, das ihr dabei habt, das ist mein RTX-Shader. Ich meine, wenn ihr eine RTX-Grafikkarte habt, schaut das genauso aus. So. Ja. Gut. Das ist der Weihnachtsbaum. Und das ist unser Lagerfeuer. Und hier warten wir nochmal auf unseren Special Guest. Starke Leistung. Grüß dich, Tanzbär. Ja, moin, was geht? Hast du alle noch im Schild? So. Ja. Wir sind ja hier bei unserem Weihnachtsbaum. Hab dich ja hier eingeladen. Du wohnst hier im Weihnachtsdorf Stadtleben, wer kennt's nicht? Und ich möchte mit dir jetzt an diesem schönen Lagerfeuer ein bisschen über Weihnachten reden. Okay. Also, habe ich Weihnachten reden gesagt oder über meinen Kanal reden? Über Weihnachten. Ah ja. Okay. Kann mir jemand sagen, warum hier Redstone unten ist? Wahnsinn, das Ding. Egal. Ja. Aber da hat der Weltbauer anscheinend nicht schnell zugemacht. Egal. Jetzt kommen wir zu unserem Kanal. Also meinem Kanal. Du weißt noch, wie ich vor einem Jahr, das war genau der 20.10.2019, wie ich meinen ersten, oder ist es, warte, welche ist das? Der zweite. Ja, doch, das ist schon der richtige, genau. Der kam am 20.10.2019 raus. Da stand noch in der Videobeschreibung wir. Wir wollten ja den Kanal zusammen machen, dann hast du im Jänner gesagt und im wow. Er zündet halt wieder an. Wow. Wow. Oh. Und da wollten wir noch zu zweit den Kanal machen, weißt du noch? Das war klar. Dann habe ich am 24.12. den zweiten Trailer rausgeschmissen, da noch mit FIFA, Junge. Das Game habe ich nämlich im Dezember voll cool gefunden, das FIFA Ultimate, und habe halt FIFA in den Trailer gegeben und habe bis jetzt nach einem Jahr nicht ein einziges Video dazu gemacht. Wird auch wahrscheinlich nicht kommen, außer ich gemacht habe. Kannst du es lassen? Nee. Danke. So. Und dann war es dann soweit. Verspätet, aber es kam am 3.1.2020 Minecraft Stadtleben, damals noch Folge 1. Jetzt ist 0,5 die Vorgeschichte. Ach, das waren noch Zeiten. 4 Kommentare, 118 Aufrufe. Mich hat man nicht gehört. Ja. Doch, man hat dich gehört, nur da war kein Schnitt drin. Und jetzt werde ich auch verraten, warum das erst am 3. kam, obwohl bei zwei Trailern der erste stand. Du weißt es ja, weil du mein Bruder bist. Aber es an dem, wir waren da noch in der Therme, von 27. bis 31. Und wenn am 1. am Abend nach Hause gekommen, das Video hatte ich schon geschnitten gehabt. Nur damals hatte ich noch deinen PC, den du jetzt hast, den ich euch bei meinem neuen Gaming-PC-Video gezeigt habe, den alten. Und da hat es mich natürlich aufhangen und dann war das Video nicht ganz fertig und musste ich nochmal von neu beginnen. Aber, zumindest war das der Plan, nur wir sind am 1.1. durch den Stress viel zu spät nach Hause gekommen, dadurch konnte ich das Video nicht hochladen, beziehungsweise erst einmal fertigstellen. Und dann
Am 1.1. über die Nacht habe ich ein Magen-Darm-Virus bekommen und war krank. Und war so geschwächt, dass ich erst am 3. dann noch, da haben wir, weißt du noch, wie wir da 5-mal das Video aufgenommen haben? Ja. Und dann, das wisst ihr nicht, wie viel Arbeit da in dem Video dahinter steckt, aber das war 5-mal und davor auch sicher schon 2-mal. Das hätte eigentlich eine Roleplay-Map werden sollen zwischen meinen Freunden. Und ich habe dann gedacht, die Map macht mir so Bock, ich tue das und ich komme eh nicht in die Welt, da habe ich nur mit dir gespielt, habe ich eine Gemeinde gebaut und habe mir gedacht, erst da mache ich ein Story-Project draus, das macht Bock. Und da war ich noch voll im Fluchtfieber, ja. Also das, ja, das waren noch die guten alten Zeiten. Dann war der Beginn von A Story of a Farmer. Ah, der Schmutz. Ja, das ist Wäsche. Kannst du mir deine Schaufel da geben? Allein das sein? Nein, kann ich nicht. Ja. Das kam vor 11 Monaten am 21.01. raus. Das war mein zweites Gameplay-Video. Da habe ich auch, da habe ich 3 Videos vorgeboten. Na, 2. Doch, hab ein Video und dann habe ich 2 Videos. Kannst du bitte nicht immer mich reinrennen? Danke. Ich möchte nämlich, dass die Leute den RTX Shader sehen. Ja, dann war vor 10 Monaten das erste Bus Simulator Xbox One Gameplay. Er zündet halt schon wieder an. Er hat dir zum Teufel ins Hirn geschissen. Ja, das stimmt. Es kam am, war eine Premiere am 21.02. war auch sehr cool. Da habe ich 3 Videos an einem Tag vorproduziert. So viel. Erst Construction Simulator 3 muss ich jetzt nicht erwähnen. Uno war so ein Special Video, die Championship. War jetzt auch nichts Besonderes, war eigentlich einer meiner ersten Livestreams. Was machst du? Ich mach das aus, so. Ja, super, finde ich. Dann kam das Story, das Strohbeerkundensyndrom, 2 Teile, beide 40 Minuten lang, so ein Dreck. Ich wollte das einfach nicht öffnen zum Schneiden, die Datei, weil das eine Stunde zum Öffnen gebraucht hätte und ich wollte das unbedingt noch am Tag, wo es erscheint, hochladen. Also habe ich darauf gepfiffen und habe das jetzt 6 aufrufe. Und dann kam ja der legendäre Start mit Minecraft Treasure Wars und sowas, die guten alten Zeiten. Minecraft Treasure Wars ist ein Minigame, das Bad Wars gleich auf der Hype. In dieser Folge spiele ich mit Hans Bessenhausen. Wir besiegen alle, nur das Team Gelb schafft es, durch Hackerfähigkeiten uns zu besiegen. Eine tolle Beschreibung. Vier Kommentare, 4 Likes, 1 Dislike. Stark, ich bin selbst. Das Video war geil. Dann in der 2. hat man zuerst mal, zum ersten Mal meinen King gesehen, den ich mir selber gemacht habe. Und das erste Video, wo man den dann fertig gesehen hat, war, glaube ich, Just Build. Oh ja, der neue Xbox Social Club. Boah, dieser Intro war heftig. Ah, das war Minecraft Mörder. Na. Also ich habe... Keine Ahnung. Ist ja gut. Der ist aber bis jetzt noch immer nicht fertig, weil man sieht hier unten, der hat da Bugs. Also hier bei der Hose. Aber die, durch den RTX-Shader sieht der irgendwie besser aus. Ist ja wurscht. Ja, dann Brot und Bus-Simulator müssen wir jetzt nicht unbedingt sagen. Dann LS19 Burgold Content vor 7 Monaten war bis vor 2 Wochen noch mein erfolgreichstes Video. Boah, das war so heftig, da habe ich zum ersten Mal Musik verwendet. Aber dann kam das legendäre. Na warte, dazu kommen wir. Notruf 112 Video dann, mit Rolate TV, moin. Ja, freundlich. Dann vor am 24.12. hatte ich dann meinen ersten Livestream auf Mixer oder sowas. Irgendwie so. Ja, Mixer. Eine Mixer weiß ich eh, aber ich 6 Monate? Ja, es kommt hin im Juni. Weil dann haben es gleich im Juli die Server dicht gemacht. War ein super Start für Mixer. Dann Treasure Wars Folge 3. Dann kam Stadtleben nach. In 6 Monaten kam Standleben wieder. Da kam es auch regelmäßig. Da wollte ich sie alle 2 Tage bringen, habe komplett verkackt nach 2 Videos. Naja. Dann die 1.16 kam dann aus das Mörder-Video, wo ich so abgegangen bin. Lego City an der Cover haben wir gesagt, jeden Tag kommen jetzt täglich bei dem anderen Kanal-Video. Bis jetzt ist bei dir noch nicht das Dungeons-Video hochgekommen und bei mir noch nicht die Lego City an der Cover-Videos, weil wir nichts aufgenommen hatten. Die Welt haben wir, den Anfang haben wir schon 5-mal durchgespielt. Der Tanzbär ist wahrscheinlich schon ganz durchgespielt.
Ja, dann kam. Ey, das seht ihr an der Cover? Nee. Ja. Nicht ganz. Dann kam vor 3 Monaten, hat mich ein TLL17 abonniert und dadurch habe ich mich dann entschlossen, ein Community-Projekt zu machen im LS19. War dann Livestream, ja, dann habe ich vor 2 Monaten meinen neuen Gaming-PC bekommen in den Sommerferien. Also nicht bekommen, gekauft. Dann haben wir Secret Neighbor, den Map-Editor gespielt. Stadtleben konnte man sich dann auch noch bewerben. Man kann sich übrigens auch immer bewerben. Wir haben erst einen Bewerber und das ist mein Freund. Kannst du es lassen? Danke. Dann habe ich zum ersten Mal Among Us gespielt und davor habe ich noch den District gegen Martin Buchter gemacht. Dann der nicht eigentlich von uns Ding. Martin Buchter hatte sie mich gefragt, ob wir einen District machen und er hat nur davon profitiert. Er wollte. Ding. Ja, ich war damals beliebter und immer wenn ich beliebter bin, ruft halt bei mir an, was soll man machen? Egal. Ja, dann vor am 21.10. habe ich den Trailer rauskommen, wo ich meinen ersten Twitch-Livestream gemacht habe. Dann war wieder mal Stadtleben Folge 3 und dann ist nach über einem halben Jahr ist dann wieder Story of a Farmer zurückgekommen. Und ja, dann vor einem Monat, wie der zweite Lockdown war, jetzt wissen wir schon, dass es in ein paar Wochen, ja, also in diese Woche schon den dritten Lockdown gibt. Super. Lockdown Unterhaltungswelle am 17.11. Meine lieben Zuschauer, seit heute befindet sich Österreich im Lockdown. Kannst du das lassen? Danke. Deshalb war es mir ein Bedürfnis, euch zu unterhalten. Ein Programm nennt sich Hashtag Lockdown Unterhaltung und von dem gibt es täglich ein neues Video oder einen neuen Livestream. Ich freue mich auf euch und bleibt gesund. Ja, bitte. Dann habe ich die Freedom Squad Map gebaut, die baue ich dann auch noch fertig jetzt in den Weihnachtsferien. Dann das Beste vom Vorgastream, das was im Oktober war und Ich schaffe es! Ja! Im Hintergrund Tokyo Drift Musik. Die Boost. Oh mein Gott, hat Team so Glück, mein Gott. Oh mein Gott. Verloren, oh mein Gott. Du, was? Reg dich nicht so auf. Nein, du verkackst dich. Digga, ich hab dir halt vorher gefahren, gesagt, dass du verkackst. Ey, du fliegst wieder, Team. Schon langsam nach hinten. Och, Team. Och, Tien! Schade! Ich schaffe es! Tien, hast du es geschafft? Ja! Ehrlich jetzt? Ja, wirklich! Oh, Digga! Im Hintergrund Tokyo Drift Musik. Die pusht. Dann ruft Bergmann von einem Monat an, sagt, ich möchte jede Woche ein Video raushauen. Hat auch nicht geklappt. Das war ja urgeil. Wie wir vor mehr als einem Monat am 22.11. zusammen mit Fantamia diesen Amusement Park gespielt haben. Dann kam vor 4 Wochen die Season 4 in Vorgas raus. Bist du irgendwie schon im 21. Jahrhundert? Ja, dann habe ich mal Vorgas Season 3 geteasert. Among Us habe ich mal gemacht. Dann kam wieder Story of a Farmer. Dann der Gourmet-Mode versagt von Skywars. Da habe ich wieder dann ein paar Minigames. Dann haben wir am einen Tag 3 Stunden aufgenommen. Schmeckt. Dann, ja, dann vor 2 Wochen, steht hier jetzt noch, aber es ist schon länger. Am 8.12. habe ich mein beliebtestes Video bis jetzt rausgehauen mit fast 900 Aufrufen, was mir 7 Abonnenten gebracht hat. Das war es. Dann habe ich das Precision Farming DLC in 20 Minuten erklärt. Was für mich, ja, freut mich. Sehr kurz war eigentlich durch meine Mod, wahrscheinlich kannst du es lassen, verkackt. So. Und dann da habe ich jetzt auch schon das zweite Video vor 3 Tagen, also da, wo wir das Video aufnehmen, 3 Tagen. Was macht der da? Der zerstört die Welt. Ich bin
Ja. Ja, man hat dich oft nicht gehört seit einem paar Monaten durch den PC. Das liegt aber, glaube ich, am Monitor. Da, ich habe jetzt einen neuen Monitor dann beim Lockdown und Haltung und seitdem hört man mich wieder besser. Zwar auch noch nicht gut genug, aber besser. Und ich habe nicht die Kopfhörer ich habe nichts geändert. Deshalb glaube ich, wenn ich jetzt beim. Wenn ich dann jetzt in, heute, beziehungsweise morgen, wenn ihr das Video seht, also heute am 24., was morgen für die, von der Aufnahme wäre, oder übermorgen von der Aufnahme, am 25., komme ich dann wieder in einen neuen Monitor, der ist dann besser. Und vielleicht ist es dann so, dass wir dann dass ihr mich dann wieder so gut hört wie hört wie sonst. Wie früher. Die guten alten Treasure Wars Zeiten. Ich musste gerade noch eine Nachricht schreiben, aber jetzt, was hältst du davon, wenn wir noch eine kleine Schneeballschlacht machen? Ja, okay, dann gib mir Schneebälle, wenn du hast. Ach, wir haben hier den Weg nicht zugemauert. Gib mir! Da nimmst du doch. Wie viel hast du jetzt? 3 Stacks und ein halbes. Okay, ich habe 3 Stacks und 15. Ist ziemlich gleich, aber ich habe jetzt nichts mehr. Ich tue jetzt noch ein bisschen Schmieden. Kannst du die Kacke lachen? Hallo, ist hier noch nicht los. Hallo! So. Ja. Entschuldigung, war ein Anfall. Du mir mit deinem Anfall. Du kannst mich mal mit deinem Anfall der fetten Mauer schlecken. So. Ja. Was schneit? Tatsache, gell? Es ist kalt. Also, dann gibt es jetzt noch eine Schneeballschlacht. Und ja, ich freue mich, wenn wir uns dann im nächsten Video Bubble wiedersehen. Das wird jetzt ein bisschen länger dauern. Es wird ein neues Game, Spiel geben. Es geht um Wettbewerbe. Und dann... Ja! Ja, und dann... aber das wird erst dann kommen, wenn ich den Videocontest Folge 2 hochgeladen habe. Da setze ich mich jetzt bis Silvester mal dran und schaue, dass ich das Bestmögliche raushole, um dann auf den Platz zu kommen. Das möchte ich halt unbedingt mal schaffen. Ja, und viel Spaß mit diesem Weihnachtsspecial. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, schaut gerne bei Tanzbär 2000 vorbei. Ihr könnt aber auch ein Abo und ein Like bei diesem Video da lassen. Ja, und wir sehen uns dann im nächsten Video. Habt jetzt alle noch fröhliche Weihnachten. Ciao, ciao!